Ho, ho, ho! Ja, unsere Weihnachtsgrüße heute mal als Videobotschaft in Zeiten, wo man sich nicht so oft sieht, fanden wir das die bessere Lösung, das Ganze mal nicht nur per E-Mail oder per Post oder sonst was zu machen, sondern heute unsere Videogrüße zum Weihnachtsfest. Nicht nur Videogrüße oder Weihnachtsgrüße, sondern auch mal einen kleinen Rückblick auf das, was die letzten, ja, im Besonderen 9 bis 10 Monate passiert ist. Man liest ja in allen Bereichen im Moment, wie verrückt doch dieses Jahr war. Das können wir nur bestätigen. Gerade die Touristikbranche ist hier, glaube ich, besonders gebeutelt. Da können wir ein Lied von singen. Nichtsdestotrotz haben wir es bis hierhin geschafft und sind auch dran, auch in 2021 noch für Sie alle da zu sein. Da sagt der Marcel gleich noch was zu. Wir fangen mal nüchtern an, ein paar Zahlen und Fakten. Der eine oder andere ist ja da immer ein bisschen interessiert auch und wir haben das schon mal so zusammengetragen. Also seit Corona ein Thema ist, haben wir an die 600 Vorgänge bearbeitet, umgebucht, storniert. In den meisten Fällen natürlich storniert, weil das der größte Wunsch immer der Gäste war, um eine gewisse Sicherheit da auch zu haben. Um diese rund 600 Vorgänge zu bearbeiten, haben wir ungefähr 3000 E-Mails an Reiseveranstalter und Kunden verfasst, mindestens ebenso viele Telefonate haben wir dazu hochgerechnet. Und am Ende des Tages haben wir einen Erstattungsbetrag für unsere Kunden in Millionenhöhe rausgeholt. Und da gehen natürlich auch immer unsere Erträge und Provisionen dazu, die natürlich 1:1 auch mit zurückgeflossen sind. Also kein sehr ertragreiches Jahr für uns. Aber wie gesagt, im Kontakt mit Kunden, und ich möchte es gar nicht mehr Kunden nennen, wir sind ja irgendwo zu einem großen Wir zusammengewachsen, sagt der Marcel jetzt noch kurz was dazu. Das stimmt, vielen Dank Jochen. Das Wir ist uns in diesem Jahr tatsächlich mehr denn je das, was wir als Weihnachtsbotschaft mitnehmen, aber auch als Weihnachtsbotschaft gerne euch mitgeben. Es tut unfassbar gut von vielen, vielen Kunden, die wir mittlerweile ja schon fast als Freunde, als Partner bezeichnen wollen, Anrufe zu kriegen, die einem tolle, aufmunternde Worte geben, Parolen nach dem Motto, kommt, haltet durch, wir brauchen euch, ihr seid ein tolles Team und die uns wirklich so toll unterstützen und uns wirklich so viel Mut zugesprochen haben. Das tat in diesen Monaten wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Wir haben von unserer Seite auch ganz klar die Vorgabe ausgegeben, dass wir nächstes Jahr mindestens so gut, wie wir jetzt in den letzten 25 Jahren gemacht haben, weitermachen, für euch da sind. Wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Ihr habt es ja mitbekommen, dass wir sehr viel in das Thema Digitalisierung investiert haben. Auch deswegen kommen wir heute quasi virtuell zu euch ins Wohnzimmer und schicken euch unsere herzlichsten Weihnachtsgrüße. Und wir möchten einfach an dieser Stelle wirklich sagen, die letzten 9 oder 10 Monate haben gezeigt, aus einem Du und Ich ist ein Wir geworden. Und dafür möchten wir einfach mal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Definitiv. Großen Dank und auch großes Lob an auch viele geduldige Vorgänge, die nicht immer in unserer Hand waren, in der Bearbeitung zu beschleunigen, da ja wir auch auf Fluggesellschaften oder Veranstalter angewiesen waren, die vielleicht nicht immer so mitgespielt haben zeitlich. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat alles dann doch am Ende des Tages groß und gut funktioniert. Und wir gehen davon aus, 2021, also spätestens vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, wenn Impfungen und so weiter auch anstehen, dass wir da wieder in eine andere Richtung zum Thema Reisen kommen. Und Digitalisierung ist wichtig, hin oder her, aber wir werden uns dann sicherlich hier im Büro auch wieder mehr treffen können, zusammensitzen können und eine Beratung auch wieder von Angesicht zu Angesicht durchführen können, was für die meisten, was wir auch gehört haben, einfach wichtig ist und auch bevorzugt wird. Das stimmt, denn da möchten wir auch nochmal Danke sagen für all diejenigen, die in unserer Umfrage teilgenommen haben. Wie sieht das Reisewort dann in der Zukunft aus? Tatsächlich ist der größte Teil von euch ist noch so, ich sage mal, oldschool gepolt, dass sie uns gerne face-to-face sehen wollen. Das finden wir ganz, ganz toll, weil tatsächlich das Persönliche ist etwas, was man einfach nicht ersetzen kann. Und wenn man in diesen etwas schwierigen Zeiten überhaupt etwas auf die Wunschliste setzen kann, dann möchten wir tatsächlich uns von euch wünschen, bleibt uns treu, wir, die Kämpfer vor Ort für euch, die halt eben auch in Lockdown-Zeiten immer, immer erreichbar sind und kein Callcenter, der euch irgendwo ins Nirvana schickt. Diese großen multinationalen Konzerne haben genügend Kohle, das wisst ihr alle. Und man muss es mal wirklich deutlich sagen, ihr habt keinerlei Preisvorteil, wenn ihr irgendwo online bucht, außer dass eure Adressen weiterverkauft werden an Stromanbieter und so weiter. Wir hier machen sowas nicht.
Ihr kriegt die gleichen Preise, aber ihr sichert damit, dass wir die nächsten 25 Jahre auch noch machen können. Und das wäre unser Weihnachtswunsch an euch, das, was wir auf eure Wunschzettel schreiben würden. Unterstützt die Leute vor Ort, die ihr kennt, und nicht diese großen anonymen multinationalen Konzerne, die am Ende des Tages euch sowieso allein im Regen stehen lassen, weil Service kennen die ja dann, was wir aus den letzten 9 Monaten mitgekriegt haben, sowieso nicht. Da gab es einige Storys, aber wir wollen es nicht so weit jetzt ausweiten. Wer es interessiert, kann uns gerne ansprechen. Wir sitzen auch jetzt hinter verschlossenen Türen im Büro und arbeiten und machen jetzt nochmal ein kurzes Video. Deswegen, eigentliche Idee, vielen Dank für alles. Frohe Weihnachten in komischen Zeiten mit kleiner Mannschaft vielleicht zu Hause, im sehr kleinen Kreise und nicht mit der ganzen Familie, egal wie. Auch das sieht vielleicht im Weihnachten 2021 wieder ganz anders aus. Wir beißen hier mal die Zähne zusammen und feiern trotzdem ein schönes Weihnachtsfest und werden entspannte Tage haben. Wie gesagt, von unserer Seite dafür alles Liebe, alles Gute. Vorab schon mal einen guten Rutsch auch, aber da kommt mit Sicherheit natürlich nochmal was von uns. Fangt es gut an, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und ja, sag mal, auf diese Weihnachtsgeschichte, die Hüfte freut sich. Jawohl. Hau rein. Werde ich aber sehr machen. Das ist wenigstens das Schöne, das Süße an Weihnachten. Genau. Und auch von mir nochmal, ihr Lieben, ein harmonisches, ein entspanntes, ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, auch wenn wir es diesmal nicht lautstark anfeiern können. Aber lasst euch gut gehen. Wir denken an euch und vielen, vielen, vielen Dank für dieses außergewöhnliche Jahr zusammen mit euch. Auf jeden Fall, und wir sehen uns sehr bald wieder. Ciao. Tschüss.